Zu Gast bei mir Hans-Holger Albrecht, er ist Global CEO bei Deezer, dem Musikstreaming-Dienstleister oder Service. Herzlich willkommen. Danke. Freut mich sehr, dass das klappt. Ist ja hier bei allen, sagen wir mal, Menschen in solchen Positionen nicht so einfach, einen Termin zu kriegen oder die herauszuziehen aus den Terminen. Umso schöner ist es, dass das klappt. Jetzt ist bei Deezer ja ganz schön viel los. Wachstum, immer mehr im Portfolio, immer mehr, sagen wir mal, auch Inventory. Jetzt ist die Dimexco, glaube ich, eine ganz wichtige Veranstaltung auch, nicht nur für die Industrie, sondern auch für euch bei Deezer. Wie war es gestern? Wie ist die Dimexco dieses Jahr soweit? Seid ihr zufrieden mit dem Traffic? Ja, ist gut für uns. Ich meine, für mich persönlich ist mehr, man geht rum, man trifft Leute, die man kennt. Man schaut sich neue Sachen an und kriegt einfach mal so einen Puls, was ist los in der ganzen Geschichte. Also für mich persönlich ist schon hochinteressant und natürlich, glaube ich, die Dimexco auch selber ist sehr interessant. Relativ große Veranstaltung und ist wichtig für uns, weil Deutschland ein wichtiger Markt für uns ist. Einer von vielen zwar, aber ein ganz wichtiger Markt natürlich, dass wir hier sind. Ja, und wenn man in dem Geschäft ist, wird man wahrscheinlich permanent gefragt, welche Musik mag er denn jetzt? Was hört er denn gern? Das höre ich jedes Mal und ich habe immer noch keine richtige Antwort gefunden. Und ich sage immer, ich habe eigentlich alles. Also ich gehe von Klassik zu Pop zu manchmal sogar ganz wild Schlager. Also das ist... Ich habe nicht so einen Geschmack. Ich finde das komisch, die Menschen haben keinen Geschmack. Es gibt immer verschiedene Sachen und jede Musik kann interessant sein. Jetzt, weil wir gerade so einen großen Deal gemacht haben, versuche ich mich sogar mal reinzufinden in arabische Musik. Kannst du die zuhören? Und nicht, ich würde nicht sagen, ich mag die, aber es ist interessant, mal deinen Geschmack dazu erweitern. Und insofern, ich bin da relativ unternehmenslustig und habe nicht einen Geschmack, den ich dann immer höre. Jetzt haben wir hier auf der Messe ja ein paar große Themen, die alle treiben. AI ist natürlich eins. Das ist bei euch wahrscheinlich auch ein Thema. Wie weit ist man da schon sozusagen auf der Roadmap? Wird das schon eingesetzt? Wenn ja, wie tief geht das schon oder wie weit ist das entwickelt? Ja, bei uns ist, wir haben ein Produkt, das ist einmalig, das heißt Flow. Und bei Flow versuchen wir im Grunde genommen den Musikgeschmack einer einzelnen Person, also von dir zum Beispiel, rauszufinden, was möchtest du zu dem jetzigen Zeitpunkt gerade hören? Also nach einem schlechten Interview mit mir, wenn du Musik hörst, was würdest du hören? Und das versucht dieses Produkt Flow zu machen. Und das ist natürlich sehr datengetrieben. Und da hast du den Algorithmus. Aber die Zukunft liegt da natürlich bei AI oder Selbstlearning, wie wir es nennen. Und da machen wir relativ viele Versuche. Also das ist ein Teil. Aber, ich sage es auch mal ganz offen, man muss das auch nicht jetzt überhypen. Wir werden unsere 35 Editors, die wir haben, auch weiter behalten, weil Daten können auch manchmal an die Grenze kommen und auch AI kann an die Grenze kommen. Die großen Überraschungsmomente ist immer noch im Human Brain, glaube ich. Und deswegen bin ich ein großer Fan von der Balance. Aber es ist ein Thema, ist ganz klar, auch für uns. Also ich würde natürlich nach dem großartigen Interview Let Me Entertain You hören von Robbie Williams. Ja, das ist schon mal klar. Das ist gut. Und dennoch, oder umso mehr die Frage, wenn man im Entertainment-Geschäft ist, gehen die Kunden da eher, wie soll ich sagen, hart mit einem ins Gericht, wenn Technik mal nicht funktioniert? Oder sagen die, ja, ach komm, das ist kein Problem, jetzt habe ich mal was nicht gefunden oder es war mal nicht in der Playlist, aber jetzt habe ich es doch oder ich habe es vorher nicht abonniert oder wie auch immer. Sind die da härter in ihren Urteilen oder ist das eher so eine freundschaftliche Beziehung? Ja, freundschaftlich weiß ich nicht, hoffen wir natürlich, aber es ist immer so, wenn es umsonst ist, dann ist die Toleranz eine Grenze größer. Ja. In dem Moment, was wir natürlich auch machen, wir wollen bezahlt werden dafür, dann ist die Toleranzgrenze relativ klein. Das heißt, die Leute erwarten, dass die Lieder drauf sind auf der Plattform und nicht nur der Mainstream, sondern ganz sonderbare Musikgeschmäcker zum Teil. Die Leute erwarten, dass es funktioniert und wenn was nicht funktioniert, dann kriegen wir schon das Feedback. Also es ist die Funktionalität des Produktes ist extrem und mit der Komplexität, die wir haben in dem Produkt, muss man da schon relativ flott sein auf seinen Beinen und unser größter Ansatz ist immer, wenn wir schauen beim Produkt, natürlich Innovation und Engagement. Aber Stability. Stability ist alles Stabilität. Ja. Es muss funktionieren. Weil wir verlangen Geld und dann hat der Kunde recht, dass er sagt, es muss hier alles so haben, wie ich es haben möchte. Wie bist du denn als Person sozusagen in die Industrie gekommen? War das schon immer im Bereich Digital oder Entertainment oder Musik oder was war das für ein Weg? Nee, mein Weg war ganz anders. Ich habe angefangen vor ganz kurzer Zeit, ja. Damals bei RTL, noch in Luxemburg, als RTL gerade gegründet wurde und dann gab es dann RTL 2 und so. Ich habe an den Medien angefangen, war dann lange in Skandinavien als Vorstandsvorsitzender vom großen Medienkonzern dort, war dann mal 3 Jahre im großen Telekom-Vorstandsvorsitzender und dann kam das Angebot, Deezer zu machen und mein Leben war immer so ein bisschen geprägt, na, mal was Neues, mal was probieren, was schwierige Aufgaben, weil Deezer war keine einfache Aufgabe und so bin ich hier gelandet, es war nie geplant.
Aber ich muss sagen, die letzten 3 Jahre in der Branche natürlich, aber auch im digitalen Bereich, waren einfach genial. Das ist von der Stimulanz her faszinierend, was da passiert. Und wie tankt jemand wie du auf? Wo zieht man Energie raus, wenn man mal frei hat oder mal frei machen kann? Was tut man dann, um aufzutanken? Kommt doch an. Ich gehe Skifahren, ich gehe Fahrrad fahren, ich gehe in die Berge klettern, ich gehe segeln, wenn ich kann, irgendwo im Wasser. Also irgendwas, was Spaß macht oder auch mal gar nichts machen. Also die große Kunst ist das ja... Das geht auch. Aber zu sagen, jetzt mache ich mal gar nichts. Okay. Kopf mich irgendwo hin und lass die Seele baumeln, wie es so schön heißt. Also das geht, aber man muss es auch nicht überdramatisieren. Wenn man was macht, was Spaß macht, dann ist es ja auch kein negativer Stress. Also Das ist alles dann ganz, ganz okay. Es gibt immer viele Manager, die jammern. Aber das ist in meinen Augen Quatsch auch. Ja, ja. Also dann hast du einen falschen Job. Aber es ist ja oft geprägt von viel Reisetätigkeit, lange Meetings, viele Meetings, ja, vielleicht auch Meetings, wo man nicht unbedingt mit drin sitzen müsste, man wird trotzdem dazugeholt. Wie kriegt man das alles noch gehandelt? Also wenn wir jetzt eine Viertelstunde sprechen, wie viel Messages schlagen dann auf, geschätzt? Egal ob E-Mail oder WhatsApp oder Slack? Das hängt von den Fragen ab, das kann ich nicht entscheiden. Oh, du meinst jetzt von den... Ja. Ach so, das ist schon relativ viel. Da gibt es eine gute Regel, die ich habe. Man erkennt ja manchmal schon relativ früh, ist das wichtig oder nicht wichtig, die E-Mail. Und wenn sie das Gefühl hat, sie ist nicht wichtig, dann lasse ich die mal liegen und nach einer Woche lösche ich die. Und dann verschwinden die. Wenn es wichtig war, dann rufen die Leute eh nochmal an dann oder schicken eine neue Mail und sagen, also du musst es so ein bisschen in der Tat steuern und dann so gewisse Regeln haben. Und, das mache ich auch, den Luxus einfach mal sagen, ich schalte ab, ich bin nicht da. Also mir ist es egal. Das gibt es auch. Ich setze das Tempo. Es gibt immer diese Geschichten, am Freitagnachmittag kommt die ganze Firma und will was genehmigt haben. Ja. Und dann habe ich gesagt, am Freitagnachmittag mache ich keine Entscheidung mehr. Und dann ist dein Leben am Freitagnachmittag wesentlich einfacher. Und plötzlich war es wieder verteilt auf die Woche. Genau. Ja, die wollen klar am Schreibtisch klar haben, am Montag frisch anfangen. Ja, Chef, ja. Alles muss entschieden werden, Freitagnachmittag. Ja, klar. Und sagt, nö, jetzt nicht mehr. Oder die hoffen drauf, der Chef will ins Wochenende und der schreibt dann schneller. Ja, oder das. Oder das. Gab es denn auf dem Weg in die jetzige Position sowas wie einen Mentor, jemanden, der so ein Wegbegleiter, wo man auch mal ehrlich rückfragen konnte, hey, ist das jetzt gut oder ist das scheiße, was ich gerade mache? Am Mentor weniger. Das ist wahrscheinlich eine Typenfrage. Ich bin da nicht so der Typ für. Aber ich hatte immer Eigentümer oder Chefs, die beeindruckend waren. Und da habe ich mal zugeschaut und gehört und gelernt. Und die haben Ratschläge gegeben, meistens ungefragt, aber haben dann Ratschläge gegeben. Also ich hatte den Gaston Thon damals bei RTL und den Helmut Thoma war ein toller Typ natürlich. Dann hatte ich in Schweden den Jan Stemek, einer der ganz großen schwedischen Unternehmer. Jetzt habe ich den Len Blavatnik von Access Industries, dem auch Warner Music gehört zum Beispiel. Also man arbeitet mit interessanten Leuten und lernt von denen und das war eigentlich das Interessanteste. Es gibt natürlich Leute wie Michael Linden, der ehemalige Chef von Sony zum Beispiel, mit dem habe ich, der ist eine Art Mentor, den rufe ich manchmal an und frage, was los ist. Aber es ist mehr, man schaut und lernt von tollen Vorbildern. Wenn man jetzt ein Mittagessen einrichten würde für eine Stunde mit irgendeinem Menschen, irgendeiner Person ihrer Wahl, so ein Einzellunch für 2 Stunden, wen würden Sie denn wählen? Den Papst. Den Papst? Ja. Boah, ich habe die Frage schon ein paar Mal gestellt, aber das hatte ich noch nie. Warum denn den Papst? Das würde mich mal interessieren, wie das da wirklich vorgeht hinter den Mauern. Und was da los ist, ist ja faszinierend. Ist ja eine große uralte Institution, hochkomplex, immer noch da. Und keiner weiß eigentlich viel. Also das wäre so was, wo ich sagen würde, das ist was ganz Neues. Und da mal einen kleinen Blick zu haben, könnte interessant sein. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, welches Lokal das wäre, aber was bestellt man, wenn man mit dem Papst essen geht? Ja, das ist eine gute Frage. Er ist ja Argentinier, glaube ich. Ne? Ja. Dann nehme ich an, Steak. Da kann man nichts falsch machen. Medium rare. Ja. Okay. Wenn man nicht bewusst ausschaltet und offline ist und das Gerät ist an, gibt es Apps oder Services, die wirklich super intensiv genutzt werden, wo man sagen würde, boah, ohne das ist das Handy für mich wertlos? Ah ja, da gibt es viele natürlich. Also eine der besten Sachen für mich persönlich ist DocuSign, weil es gibt ja immer das muss unterschrieben werden, das ganz dringend. Und wenn man viel unterwegs ist, wie ich bin, dann ist das immer physisch gar nicht handelbar. Oder eine Faxmaschine findet man auch nicht jedes Mal. Ja. Also DocuSign ist einer meiner Lebensräder zum Beispiel. Aber da gibt es natürlich auch die Reise-Apps und andere Geschichten. Klar. Aber das ist so eine, die ich am meisten nutze. Hast du privat einen Sprachassistenten, also Alexa oder was auch immer? Und wenn ja, nutzt du das auch? Ja, ich hatte einen, den haben leider meine Kinder geklaut. aber den habe ich auch genutzt. Das ist schon faszinierend. Also im größeren Hinblick ist das ein Riesentrend natürlich. Was ich faszinierend finde, ist ja die Frage,
wer kontrolliert das Internet in der Zukunft? Klar. Weil es, man sagt nicht mal, Alexa, geht zu dieser und spiel mir das, sondern sagt, Alexa, spiel mal. Und, oder Google ist ja das Gleiche. Also das ist schon eine interessante Sache. Was mich persönlich ein bisschen gestört hat, war der Gedanke oder die Idee, die hören immer zu, auch wenn du nicht da bist oder wenn du es nicht willst. Und deswegen ist es jetzt in deinem Kinderzimmer verschwunden und die Idioten, die nutzen das. Ich kenne das, ich habe es behalten, die Kinder haben es trotzdem, lassen sich immer Witze erzählen und Musik machen. Vorher kam aber, Papa, kannst du das mal spielen? Und ich hatte das nie den Kram. Da bin ich jetzt raus aus der Nummer. Ja, aber ist faszinierend und das ist ein Riesentrend, auf dem wir auch natürlich drauf sind und dabei sind. Vielleicht ein Blick ins nächste Jahr. Gibt es irgendwas, wo der Stapel an, wie soll ich sagen, an Papieren oder an Arbeit, die man reinstecken muss, gerade am größten ist? Ist irgendwas Großes gerade unterwegs, wo man sagt, das kommt jetzt dann bald und kann man da ein Preview kriegen oder ist das alles noch top secret? Nee, wir haben ja gerade eine große Funding-Runde abgeschlossen, 160 Millionen. Und damit einhergehend ist ja unser Deal für den Middle East, wo wir also die Rechte von Rotana, was das größte Label ist, da exklusiv haben. Die haben, glaube ich, 70% Marktanteil. Mhm. Audiorechte und Videorechte, und mit dieser Position sollten wir die Nummer 1 da werden, und da ist es der Launch, dann, der dann relativ bald kommt, und eine neue Region, und das wird viel Arbeit sein nochmal, aber auch Spaß natürlich, nicht? Auch Spaß machen. Super. Mir hat es Spaß gemacht. Mir ich lasse wieder weiterziehen. Alles und klar. Noch ein paar Leute treffen, wie ich gelernt habe, nicht unbedingt Leads genau. machen. Und viel Spaß bei der Musik. Vielen Dank, Robbie Williams. Tito, viel Spaß beim Papst. Ja.